Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal. So, also, das könnte funktionieren. Wir haben jetzt hier... Wo, wir haben da drin... Oder reicht das vom Sprung her? Nee, das reicht ja nicht. Schade. Ich könnte vielleicht auf die Plattform... Nee, ich bräuchte hier oben was, das mich halt darüber, also vom Sprung her teleportieren könnte. Ist nur leider nicht. Ich kann das ja mal gerade versuchen, aber ich bezweifle, dass das funktionieren wird. So schon mal nicht. Ne. Ja, das müsste höher gelegen sein, dass ich da ankomme. Wie komme ich denn an diesen verdammten Würfel? Ich glaube, ich muss noch mal auf das Ding mir das da oben noch mal genauer anschauen. Gibt es denn da jetzt irgendeine Möglichkeit, dass ich eine Dings platzieren kann? Ein Portal? Nicht so wirklich. Wie komme ich an diesen Würfel? Ich kann mich halt hier ein bisschen durch die Gegend teleportieren, also schleudern lassen, aber das hat leider nicht so den gewünschten Effekt. Und darunter bringt mir das auch nicht allzu viel. Hier an die Seite würde mich auch wundern, wenn das was bringt. Ich glaube, die Plattformen waren einfach nur da, um die Geschütze drauf zu halten. Okay, ich bin mal wieder etwas ratlos gerade. Du hättest da auch mal vielleicht drauf bleiben können. Oh, da liegt ein Geschütz rum. Das Ding tut ja auch nichts mehr. Muss ich nochmal ganz zurück? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie so weit Backtracking betreiben muss. Ich kann ja hier nirgendwo Portale setzen. Das ist ja das Problem dabei. Ich muss jetzt an diesen Würfel kommen, mit dem Würfel dann hier runter. Ich komme leider nicht an diesen Würfel. Ja, das reicht ja dann locker, da zurückzulaufen. Genau, dann kann der Würfel da drauf, dann kann ich gehen. Gut, wie komme ich an diesen Würfel? Also, ja. Es muss doch einen Sinn haben, dass hier diese Absprungfläche ist. Ach, warte mal, hätte ich eventuell den Würfel runterschießen sollen? Jetzt habe ich halt keine Kugeln mehr. Aber nee, das ist ja ein Dach da drüber, da kann ja nichts durchfallen. Ich muss irgendwie hier hinkommen. Ich muss irgendwie hier hinkommen.
habe echt keine Ahnung. Über die Plattform vielleicht? Das würde mich halt auch wundern. Schauen wir mal. Bisschen höher. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das allzu viel hilft. Da könnte ich halt jetzt runterspringen. Wie gesagt, wäre hier oben irgendwas, hätte ich vielleicht mit genug Schwung darüber kommen können, aber so wird das nichts. Gehen wir mal wieder zurück. Und du fährst auch nur dieses... Das ist halt, um da runterzukommen. Wie komme ich dorthin? Halt auch nichts zum Schießen oder so. Nur was, um Portale zu machen. Lass mich mal schauen, ob ich vielleicht hier vielleicht von dem Winkel was sehe, was ich vorher nicht gesehen habe. Ich glaube aber nicht. Da wäre auch noch ein Kubus drin. Aber ich glaube, auch das bringt mir einfach nichts, weil ich in diese Ecke überhaupt nicht komme. Ne, das reicht. Ne, ich habe auch nichts. Ich habe halt auch keinen Kubus, wo ich mich jetzt draufstellen könnte. Die Plattform kann ich auch keine Dings setzen. Ich habe nichts, was mich hier rüberbringt. Absolut nichts. Wenn ich da hinten an den Kubus dran komme, müsste ich mir nicht den Stress machen, hier den zu holen. Ich mir das Ganze ja auch sparen können. Das ist echt gerade ein bisschen unmöglich. Es ist unmöglich, was mir hier aufgezwungen wird. Es kann doch nicht sein. Ich muss irgendeine Möglichkeit doch haben, hier hinzukommen. Mit diesem Fenster da oben. Ja, sonst kann ich doch... Ich komme hier echt nicht weiter. Spiel. Ich habe hier keine Ahnung, was zu tun ist. Vorletzte Kammer und ich bin... Na gut, zuerst mal wirklich ratlos. Ich habe auch echt keine Ideen mehr. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Ich habe halt die Möglichkeit, diese Portation zu nutzen. Dagegen springen. Ich könnte... Naja, das bringt mir aber auch nichts, wenn ich da bin. Ich guck mal, ob das irgendwas bringt. Das reicht nicht ganz. Kann ich ein bisschen höher? Aber ich glaube, ich fliege dann eh zu weit. Nee, kann ich auch nicht. Also bis auf diese eine Plattform sind die auch nicht so wirklich nützlich, diese Plattform. Hätte ich wirklich vorher diesen Kubus, aber runterschießen ist halt auch nicht. Der fällt halt, also geht halt dann ein Stückchen weiter rüber. Ich komme auf diese Plattform nicht drauf. Das bringt mir halt alles nichts. Thank you.
Ne, da ist auch echt nichts, wo ich irgendwie hinspringen könnte. Da oben kann ich nirgendwo hin. Ich könnte halt hier noch ein Loch setzen. Was mir aber auch nicht allzu viel bringen wird. Tja. Wie gesagt, das reicht ja bei Weitem nicht. Vor allem, wenn ich halt daneben springe. Ich bin echt mit meinem Latein gerade am Ende. Ich guck mal nach, sonst dauert das nämlich hier noch ewig. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wie es weitergeht. So, mir ist gerade doch noch mal ich habe mal angefangen, jetzt ein Video zu gucken, dann ist mir eingefallen, wie es funktionieren könnte. Und tatsächlich war es dann auch so. Wir haben ja das hier dreht sich ja, beziehungsweise kippt ja. Und das hat dann genug Schwung oder sollte genug Schwung haben, dass wir dann da rauskommen. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. So, ich hätte ja schon mal das Portal da hinsetzen können. Wir haben hier ein Portal. Okay, jetzt haben wir halt... Hallo? Ach so. Das müssen wir erst noch umschalten. Zack. Hui, so, guck mal. Sehr schön. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich diesen Sprung noch hinkriege. Und dann sollte das funktionieren. Ja, und dann wartet schon die letzte Kammer auf uns, wie es aussieht. So, dann kommen sie mal her. Man dankt. Dann erstmal jetzt hier den Kubus in Sicherheit bringen, sprich hier ablegen. So, dann einfach nochmal zurück. Ach komm, ich pack mal dahin. Obwohl, es sollte ja genug Zeit sein, da nochmal durchzukommen. Alles klar. Ja, wie gesagt, ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Aber dann kam ja doch noch, ja, die rettende Idee. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt ohne das Video auch drauf gekommen wäre, aber es war in dem Moment, als er dann hier runter ist, in dem Video, war mir dann klar, dass ich ja die Neigung ausnutzen kann von dem Ding. So, da ist das gelbe Portal. Hallo, du Würfel. So. So viel dann dazu. Gut. Oh. Ach so, ich... Moment, kann ich? Ja. Ja gut, ist jetzt egal. Warte mal, setzen wir es einfach so. Und so. Dann gucken wir das nicht direkt durch, weil sonst wäre ich wahrscheinlich wieder runter teleportiert worden. So passt's aber. Okay, auf zur letzten Kammer. Ich bin echt mal gespannt, was danach noch auf uns wartet, oder? Ach nee, das war's noch gar nicht. Das war's ja noch gar nicht. Mhm. Das sieht mir nach bösem Jump'n'Run-Gedöns aus. Wo geht's hier? Ah, okay, da können wir uns hier genug Schwung holen erstmal. Okay. Hui. Gut, ich müsste mich mal ein bisschen orientieren. Da kam ich her. Dort möchte ich hin, ja. Alles klar. Dann muss ich überlegen, jetzt den gelben. Jawohl.
Jetzt zum Rechtsklick. Linksklick. Irgendwie ist der Dings hier gerade fest, also die Maus gerade ein bisschen festgefahren. Wenn ich hier hinkomme. Ah, jetzt geht's. Okay, und dann rechtsklick auf die Felder. Und das reicht. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Okay, alles klar. Okidoki. Letzte Testkammer. Mal gucken, was danach dann auf uns wartet. Ob es das auch wirklich war. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Juhu. Interessant. Also merkt euch, wenn ihr mal Kuchen essen wollt, bitte vorher nichts in den Händen halten. Okay, das sollte ja gehen. Ah. So. Ich komme da mal mit, ne? Okay, gehen wir mal dahin. Oh, wir haben einen Knopf. Wie schön. Hm? Der ist ein bisschen kurz. Das hätte ruhig länger auf sein können. Jetzt aber. Ah. Tschüss. So, das wären wir dann auch mal losgeworden. Viel Spaß damit. Oh. Jawohl. Kuchen! Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Ich aber nicht. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Okay, wie komme ich jetzt da raus? So vielleicht. Hui. Was machen Sie da? Stopp jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Okay. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Da brennt's ja. Kommt da jetzt gleich jemand? Hm, wir
kommt da gerade eine Idee. Warte mal. So. So, dann warten wir auf die Mitarbeiter. Den sollte es ja gleich zerlegen, wenn er da durchkommen sollte. Ansonsten? Was bleibt mir denn noch übrig hier? Vielleicht dort hoch irgendwie zu kommen. Das hier, nee, das ist kein... Ist das hier Glas? Ich glaube nicht, ne, das ist Rauch. Okay, dann könnte ich das, glaube ich, mir hier mit einem Dings versuchen. Mit ein wenig Geschwindigkeitsboost. Mal gucken. Jawohl. Die richtige Eskorte. Tolle Wurst. Ah, sieh mal an. Wie lange geht das jetzt noch, sag mal? Also, ich gehe mal von aus. Ich mache es einfach mal weiter, wie gesagt, wenn es länger dauern sollte, dann. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt so weit durch ist. Sonst schneide ich halt nochmal das Ganze in zwei Folgen. Oder es gibt mal wieder eine etwas längere Folge. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Links oder rechts? Ich denke, das sollte relativ egal sein. Schauen wir mal. Vielleicht doch nicht. Das sieht da sehen uns nach einer etwas größeren Kamera aus. Ja gut, dann würde ich doch mal sagen, wir beenden hier die Folge und schauen mal in der nächsten Folge, wie wir weiterkommen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao.